Wie können denn jetzt die Arenen? Also die Stadien hin und her wechseln. Wir gehen rein. Wie ihr sehen könnt, ist es dunkel. So, wie ihr sehen könnt. Darf ich jetzt alles quasi wieder von vorne machen? So. Wir fangen aber natürlich wieder im Stadion an, ganz klar, ne? Weil hier darf ich auch wieder alles von vorne machen. So, wir fangen wieder beim Pika Cup an. Dann gehen wir wieder rüber zum Mini-Cup. Quasi hier rüber. Dann gehen wir wieder hoch zum Pokémon Cup und dann wieder zum Premium Cup. Wir gehen rein. So. Ich denke, also je nachdem, wie es läuft halt. Also wie gesagt, je nachdem wie es läuft, mache ich halt noch den Pika Cup und den Mini Cup. So, wir haben Gift. Dann nehmen wir Simsala auf jeden Fall, Gengar auf jeden Fall. Und einfach für den Flex können wir noch Arcani reinnehmen. Herzlich willkommen zum Pika Cup. Dies ist ein Pokémon-Turnier speziell für leidenschaftliche und talentierte Jung-Pokémon. Aber richtig Jung-Pokémon, deswegen habe ich auch keine vegetes Pokémon mit. Krasse Stoffanfang. Die erste Attacke. Oh, sogar ein Volltreffer, nice. Besiegt. Kurioser Blitzstart. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Rettern. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ja, weil ich halt stärker bin als Gift. Psychokinese. Oha, da hat wie jemand voll das falsche Pokémon gewählt. Was ist denn da los? Auf der Reservebank werden immer weniger. Kann ja nicht so viel, wenn ich hier alle wegflex. Ringfrei für Porenta. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Der lebt noch. Knapp, aber lebt noch. Fuck. Alter, wehe! Ein Spitzentreffer! Oh, Alter! Geil, man hat sich selber auf den K.O. gehauen. Hey, was ist das denn? Es schlägt sich selbst K.O. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Uff! Eieieiei! So, jetzt heißt's wieder, das ist ein Käferfreak. So, jetzt heißt es wieder, Kämpfe gewinnen, ohne ein Pokémon zu verlieren. Quasi um extra Chancen zu bekommen. Okay, Wasser, Elektro, also 3 Elektro auf jeden Fall. Gengar hat auch Elektro. Ich würde schon sagen, Raichu und Gyarados. Welche Attacken hat Gyarados nochmal? Ah, es kann Donner. Alles klar. Dafür kann es aber keine Wasserattacke. Perfekt. Ich hab den einfach vergessen, selber vorbeizubringen. Stöde. Komm, wir nehmen Gyarados auf jeden Fall rein und dann nehmen wir noch
Gengar und Raichu. So. Ich habe einfach vergessen, den Typ Surfer beizubringen. Fuck, das hätte ich vielleicht ändern sollen. Ich hab's immer noch nicht geändert. Einfach beiseite. Alter, das kann Eisstrahl, Donner, Feuersturm und Hyperstrahl. Mit einem Level 20er Garados. Ist zu wild, ist einfach zu wild. Diesmal nehme ich keinen Feuersturm, ich nehme Eisstrahl. Body Slap. Alter, weh, ich bin paralysiert. Ein guter Treffer. Der Kampf wird immer monotoner. Ey, sag nicht sowas. Mega Sauger. Zockt normal. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer. Der Flugtyp gleicht quasi die Pflanzenschwäche aus von Wasser-Pokémon. Coole Story, Bro. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. So, was kommt als letztes? Ein Quappu. Interessant. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1. Ich probiere mal eine Attacke, ne? Ich probiere mal. Mega Kick. Ach du Scheiße. Bam. Ich werde närrisch. Tja, da ich leider gegen Pokémon verlieren darf. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Muss ich leider wechseln. Es tut mir leid. Ring frei für Gengar. Und bam! Was geht ab? Oh, ein schöner gepflegter Dropkick. Hey, was sind denn da noch als Attacke? Was nun? Die Spezialattacke ist am Boden. Ah, da habe ich den Hyperstrahl beigebracht. Fuck, der kann auch psychokinesisch. Wird der bekloppt? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon. Holy shit, Alter. Sie schenken sich wirklich nichts. Ich habe den wirklich Hyperstrahl beigebracht. Wilde Scheiße. Ich bin einfach eine gute Nudel. So, und wieder ein extra kombinieren. Okay. Schwimmung. Das riecht ja regelrecht nach Raichu. Raichu, Gengar. Da war das. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! Kino, geiles Pokémon. Weg damit! Welch furioser Blitzstart! So! Yugong? Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Hier ist der
Krass, da lebt sogar noch. Eisstrahl. Ein kraftvoller Angriff. Das hat gesetzt. Ein Kräftemessen der Superlative. Da, 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 da. Wie kommt denn das? Das hat gefressen. Warum die schlechter Volltreffer? Besser spät als nie, ne? Nicht? Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Melamos. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein harter Treffer. Eine sehr effektive Attacke. Leck mich am Sack. Der lebt doch noch. Scheiße. Erdbeben. Perfekter Treffer. Es ist am Boden. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Warum lebt der denn auch? Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Beim Donner. Ringfrei für Gengar. Ey, holy shit. Komplett irre. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Alter Schwede, ey. Bruder muss groß. Naja. Los, komm mal, Dieb. Komm, scheiß drauf. Gyarados Raichu Gengar. Und da kommt auch ein Lava raus, der Sorgstrahl. In dem Eisstrahl. Zock genau die Hälfte. Alter, wehe. Hypnose. Oh nein, Alter, ich heiz nicht mehr aus. Tauschen, der nimmt wahrscheinlich Traumfresser. Raichu, der nimmt Traumfresser wahrscheinlich. Oder ich hab Pech und der nimmt Psychokinese. Schön predicted. Den Lachs. Sie begeben sich in Kampfposition. Richtig wild. Donnerblick. Ein guter Treffer. Oh, Digga, warum lebst denn du noch? Was nun? Alter, Hypnose, Traumfresser, Psychokinese. Was hat denn der Typ noch? Oh nein, 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 nein. So eine Scheiße. Eins schläft, eins ist fast tot. Und der hat noch 2 volle. Naja, mal gucken. Mal gucken, was als nächstes kommt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Bulnona. Es muss jetzt einiges wettmachen. Nun kämpfen 2 Pokémon verschiedener Elementklassen. Wenn ich Glück hab, nimmt der Schaufler. In Oder wenn ich Glück hab. Es schläft im
Nee, deine Body Slam. Fuck. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Sie halten sich mit Drohgebärden an. Alter, weird Flex, Bro. Die Attacke war nicht sehr effektiv. Komm, wach auf. Es ist aufgewacht. Nice. Ich hab den einfach vergessen, den Wassertag beizubringen. Was geht ab? Ein guter Treffer. Komm, du musst treffen. Komm geradeaus. Hier ist der Angriff. Uff. Sie schenken sich wirklich nichts. Sie begeben sich in Kampfposition. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Was nun? Oh, die Attacke ging daneben. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Gucken wir mal. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Es gräbt sich in den Boden. Was passiert jetzt? Das war mir so klar, dass der Typ Schaufler hat. Was ist das? Sie verfehlt. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Und wieder zurück. Ein weiterer Pokémon-Wechsel. Was geht ab? Oh, die Attacke ging daneben. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Na kurz. So. Das ist kein wahres Pokémon-Karussell. Ja. Alter, ich feier das. Der kommt raus und kriegt einen Donner ab. Wenn's trifft. Fuck! Da muss ich leider wieder tauschen. Alter, ist das dumm. Was passiert jetzt? Sie verfehlt. Und wieder zurücktauschen. Dieser Wechsel den Kampf beeinflussen. Ein weiterer Pokémon-Wechsel. Alter. Alter, schalt das nicht mehr aus. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Ich halte das alles nicht mehr aus. Das ist zu dumm. Was ist das? Oh, die Attacke ging daneben. Wie kommt denn das? Das abgesetzt. Ein sehr rasanter Kampf. So. Ich hatte, das ist wirklich so dumm, ich hatte es nicht mehr. Selten so eine Glow in Fiesta gesehen. Ich habe einfach das System gedribbelt, ey. Das ist der Wahnsinn. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Deswegen immer
den Geist-Pokémon mit haben. Was passiert jetzt? Mitten ins Schwarze. Es hat sich Wacker geschlagen. Hä? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Das irritiert mich jetzt. Die Eisattacke war neutral. Trinkfrei für Nidoking. Okay. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ach du Scheiße. So sieht es aus. Beinhart. Oh, ist das das Ende? Ach du heilige Scheiße. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Pokémon wechselt den an. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft brennt vor Spannung. Ich brauche einen Volltreffer. Was ist das? Eine sehr effektive Art. Scheiße, es ist kein Volltreffer, lebt noch Erdbeben. Blizzard? Hier ist der Angriff. Ein guter Treffer. Alter Schwede. Ein wahres Spannungs. Ich habe mich gerade echt tot gesehen. Was geht ab? Perfekter Treffer. Es ist am Boden. Alter, mein Herz. Das war der Kampf. Du kannst mich doch nicht so, du kannst mich doch nicht so einen Schrecken verpassen. Okay, der Wanderer. Boah, also ich sehe jetzt King Gesteins-Pokémon. Aber okay, wir haben 2 normal, 3 Psycho-Pokémons in Wasser. Er hat 2 Psycho-Pokémon, Gengar ist ja, ich hab schon wieder komplett. Dings. Okay. Gengar. Nidoking Akani. Zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die 5. Runde. Alter. Bitte lass mich anfangen. Psychokinese. Und das war's mit meinem Gengar. Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Das nenne ich einen Blitzsieg! Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Sie begeben sich in Kampfposition. Trinkfrei für Nidoking. Nun heißt es 2 Pokémon gegen 3. Bitte lass mich anfangen, bitte lass mich anfangen. Dieser kleine Wichser! Dieser ekelhafte Wichser. Trinkfrei für Akami. Jetzt heißt es 1 Pokémon gegen 3. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was nun?
Der Angriff zeigt keine Wirkung. Hier ist der Angriff. Eine sehr effektive Attacke. Sie schenken sich wirklich nichts. Uff, die Zeit kann ich mir sparen. Fuck. Warum hat der Typ denn den scheiß Gengar mit? Oh, Digga. Warum? Warum hat der Typ sowas? Dieser Ekelhafte. Sonst sehe ich jetzt erst. Kukuwai, Radikal und Gengar, das sind alles Level 20er. Also der muss einen Schlurp, einen Enteron oder einen Pandimus mit haben. Alter, dieser ekelhafte Wichser. Jetzt aber schon kann ich ihn mitnehmen. Da kotzt der Typ mich ja. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die fünfte Runde. Ein fucking Enteron. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Oh, ein plötzlicher Pokémon-Wechsel. Okay, der hat einen Enteron mit und? Ein fucking Gengar. Namen schreien der Dorf Anfang und dem Konfusstrahl. Nachtnebel. Was nun? Ein böser Also hat der Typ Psychokinese, Nachtnebel und Konfusstrahl. Psychokinese. Gut, also das starke Pokémon schon mal weg. Schon mal sehr gut. So, jetzt hat der Typ nur ein Enteron und. Hat er noch mit? Ein Schlurp. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Sie begegnen sich in Kampfposition. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ja. Donnerblitz. Alter, dieser ekelhafte. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Fuck. Damit habe ich schon gerechnet. Ein weiterer Pokémon-Wechsel. Ringfrei für Nidoking. Der andere Trainer wechselt ebenfalls das Pokémon. Es kann doch nicht wahr sein. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Das ist kein wahres Pokémon-Karussell! Den Surfer zum... Ach du Scheiße. Eine kraftvolle Attacke! Warum? Warum immer nur auf... Ich raff das nicht. Es klemmt sich in den Boden. Es ist vollständig paralysiert. Ich raff diese Scheiße nicht. Ey, die Quote ist ne. Ich weiß nicht, wie hoch beim Donnerblitz, dass der paralysiert. Ohne Witz, ich raff es nicht. Oh, es ist zum Kotzen. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon-Wechsel steht an.
verschiedener Elementklassen. Ey, ich raff es einfach nicht. So. Es klemmt sich in den Boden. Zum Glück habe ich den Schaufler beigebracht. Was passiert jetzt? Alter. Die verfehlt. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Was ist das? Ach, schwerer Treffer. Sieht es aus! Ja, ein Treffer! Beide Pokémon sind erschöpft. Ey, ich raff es nicht. Ein harter Treffer! Ey, ohne Witz. Besonders war noch, der Donnerblitz war noch ein Volltreffer. Ich raff es einfach nicht. Sie bewegen sich in Kampfposition. Das letzte Pokémon betritt den Ring. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Was geht ab? Das war eine Schwachstelle. Maschallah. Gott sei Dank. Alter. Mechaniko. Oh, Digga. Alle Fälle Nidoking. Nidoking muss mit auf jeden Fall. Gengar. Simsalam. Oder? Und mal kurz, wer ist denn schneller? Simsalam oder der hat 70 und der hat. Ich mich verarschen, Simsalam ist schneller? Seine Angriff- und Verteidigungswerte niedriger, viel niedriger. Hm. Ich nehme Akani mit. Oder? Ja, ich nehme Akani mit. Wegen Drachenwut. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der 6. Runde. Fucking Elektroball, Junge. Zeit für ein Erdbeben. Der bleibt drin? Eine gewaltige Explosion. Der Typ will mich doch flachsen. Wow, Gott sei Dank. Alles klar. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. So. Das Problem der Sache ist, dass Raichu doch so gut typisch anfangen. Wird er schneller, setze ich. Scheiße. Risiko-Tackle. Ja, ein Treffer.
der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Donnerwelle, oh nein. Es ist Donnerwelle ein. Ich kotze. Oh, es ist paralysiert. Nun. Ein guter Treffer. Das zuckt nichts. Nothing. Risiko-Tackle, Donnerwelle, Donnerblitz. So ein fucking Donnerblitz zockt mehr als mein Psychokinese. Was passiert jetzt? Deine Spezialattacke ist am Boden. Ich könnte kotzen. Sie schenken sich wirklich nichts. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Es ist vollständig paralysiert. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Oh fuck. Ja moin. Eingeschneit, Blizzard. Das war eine Schwachstelle. Geil, das hab ich schon nach Corny. Pokémon ist übrig. Ringfrei für Alkami. Jetzt hält das Ding kein Surfer. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Und ich hab keine Attacke, den irgendwas zockt, außer Drachenwut. Kötze. Ey, warum musst du unbedingt dieses beschissene. Geschenkt. So, wieder vorne. Bloß diesmal nehmen wir keine Arcani mit, sondern Raichu. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Der Typ will mich doch verarschen, oder? Das ist doch ein Prank. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Oh, ein plötzlicher Pokémon-Wechsel. Der nimmt doch jetzt nicht wieder Explosion, oder? So ein Lutsch. So Ding ist das. Scheiße. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Bitte kein Raichu. Ringfrei für Porygon. Für Porygon. Das ist sehr gut in Form. Mit seinen Ecken und Kanten. Geil. Sie begeben sich in Kampfposition. Was nun? Ein guter Treffer. Ey, Digga, was ist das denn? Psychokinese. Eine sehr effektive Attacke. Alter. Sie sind unterschiedlich. Was ist das denn? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Raichu. Hier ist der Angriff. Deine Spezialattacke ist am Boden. Alter, das war ein fucking Volltreffer. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Die Befehle wurden erteilt. Ich muss treffen. Ein kraftvoller Angriff. Oh, die cool, ich hab verloren. Nice. Wie kommt denn das? Ja, ein Treffer. Oh, ist das das Ende? Ja, ist es. Ich hab verloren. Ja. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Ist das zum Kotzen? Sie halten sich mit Drohgebärden an. Ein Pokémon-Wechsel steht an.
Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen. Der One-Hit ist doch mein Nidoking. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! Alter, dieses scheiß Porygon. Was ist das denn? Alter, ich werd närrisch. Ein eingefrorenes Pokémon kann nicht angreifen. Wie geil ist das denn? Das Glück ist mit dem Dummen. Ey, Wiff. Oh Mann. Ringfrei für Cyborg. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Fuck, ich wünsche gerade einen Porygon bitte hochheilen. Mit Megasauger. So eine Scheiße. Hier ist der Angriff. Das Spezialattacke ist am Boden. Feuersturm. Ein heißer Irre Feuersturm. Scheiße. Ach, schwerer Treffer. Beide Kämpfer sind erschöpft. Ich werd beklappt. Wie kann man denn so viel... Wie kann man denn so viel Glück haben? Alter, ich raff das nicht. Ich raff das überhaupt nicht. Alter Schwede. Nur noch ein Pokémon. Wie gesagt, das Glück ist mit den Dummen. Befehle wurden erteilt. Alter, wie kann man denn so viel Glück haben? Ich raff es nicht. Pokémon betritt den Ring. Es ist eine Eiskultur. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Ein guter Treffer. So wollte ich mich ein Bille hoch rein eigentlich. Es ist zur Eissäule erstarrt. Beide Pokémon sind erschöpft. Alter, ist das der pure Wahnsinn. Donnerblitz. Das war ein Schwachsinn. Es ist am Boden. Alter, dieser scheiß Porygon. Das war der Kampf ist vorbei. Und ich darf nicht mehr verlieren. Oh nein, Schönheit. Oder Björk? Oh fuck, Alter. Okay. Okay. Ja. Was anderes kann ich nicht machen. Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträglich. Ich darf nicht verlieren. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Ich darf und werde nicht verlieren. Der Typ kann Donnerattacken. Hundertprozentig. So ein scheiß Pikachu, einfach jede quasi jede Attacke lernen kann, wie sie will. So gut wie. Sie heizen sich mit Drogenbeeren an. Was nun? Mitten im Schwarzen. Sowas hab ich gern. Donnerwelle. Oh, du Assi. Es setzt Donnerwelle ein. Oh, ich kotze. Es ist paralysiert. Sie schenken sich wirklich nicht.
Body Slam. Hier ist der Angriff. Oh, Digga. Oh, ist das das Ende? Oh, ist das so krass. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Ring frei für Gengar. Es muss jetzt einiges wettmachen. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ach, der lebt noch. Oh, fuck. Ja, nee, ist klar. Das Ding kam Psychokinese. Ich werd bekloppt. Frag mal meinen Gegner, mein Junge. Fuck, der hat auf Anfang. Und da dann meine Spezialverteidigung bzw. spezialmäßig gesunken ist, müsste das tot sein. Ich kotz. Fuck. Toll, das nächste Sturm ich wieder hinsetzen und Pokémon trainieren. Wie mehrere Level 15er und 20er habe ich, ne? Also ich habe schon noch ein paar andere, aber... Ja, ne, moin! Nimm schon rein, der trifft. Ja, ey, Digga, was kannst du dir da ausdenken? Dieser ekelhafte Huren. So. Ist das so? Tja, das heißt alles von vorne. Beim vorletzten rausgeflogen. Geil. Und das heißt, ich darf wieder neue Pokémon trainieren. Ich muss mal kurz gucken, welche Pokémon ich überhaupt habe, die ich benutzen kann. So, das ist meine Box mit meinen 15er. So, mehr habe ich nicht. Ist das zum Kotzen? Puh. Weil ich dachte, das reicht. Ich muss da nochmal durchgehen, ey, ist das nervig. Willst du mich verarschen? Ja, moin einfach. Die Gegner können einfach Pokémon einsetzen, die hier gar nicht in der Liste sind. Ja, nee, ist klar. Ey, was ist denn das für eine behinderte Dreckscheiße? Lehre nicht mehr KP haben? Selbst mit Level 15? Naja. Ey, was für eine Scheiße. Ich könnte kotzen. Na gut, ich werde mal gucken, ich werde mir vielleicht einen neuen Plan machen.
andere Pokémon trainieren. Mal gucken. Oder einen neuen Versuch starten und. Ja gut, ich werde. Warte. Ich werde die Pokémon, die ich jetzt habe, andere Attacken beibringen. Weil dieses beschissene Garados braucht unbedingt eine Wasserattacke. Unbedingt. Und dann mal gucken, vielleicht kann ich den anderen Pokémon auch noch andere Attacken beibringen. Mal gucken. Beziehungsweise vielleicht einen anderen Pokémon ranholen. Und dann Dingsbumsen. So, und das andere werde ich wahrscheinlich bei einem anderen Cup auch genauso machen müssen. Bei dem Pokémon Cup, Mini Cup. Aber ich glaube, da habe ich mehr Pokémons. Ne, da habe ich genauso viel. Fuck. Da habe ich einfach mehr. Ah, fuck. Naja, mal gucken. Was wir da zaubern können. Naja. Würde ich einfach so sagen, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein, macht irgendwas Sinnvolles und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Stadium in der Runde 2 mit kleinen Dreh gegen Racker.